Aufpassen, heiß. Was möchtest du haben? Schokolade? Schokolade, 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 Schokolade. Wuhu, prima! Ist da? Was? Ein Tier? Ein Tier? Was ist das? Was haben? Hier sind Tiere drin. Mascha, wir haben es jetzt 9:45. Ich habe es grob im Haushalt gemacht, mehr passiert heute. Nicht mehr, weil heute ist Sonntag. Ja, Schatz? Ja. Papa ist auf Tagschicht. Der hat gestern komplett das Spiel bis zu Ende geguckt. Ich bin ins Bett gegangen, mir war das dann zu doof. So wichtig war es nicht. Und er muss um 4 aufstehen, er hat das Spiel zu Ende geguckt bis 11:30, um 12. Gut, meine ich, wir haben gewonnen. Was machen wir heute noch? Nicht viel. Mein Bruder kommt jetzt noch auf ein Käffchen. Nein! Was? Soll ich wegmachen? Ja. Ja. Mein Bruder kommt noch auf ein Käffchen. Dann trinke ich erstmal in Ruhe ein Käffchen und er spielt mit Bier. Und ansonsten war es schön, wenn heute mal die Postfrau klingelt. Ich habe am 22.06., also vor fast 2 Wochen bei H&M online bestellt und ich kriege einfach nichts. Das steht seit 24.06., also 2 Tage danach steht da versendet in meiner Bestellübersicht. Ja, aber es kommt nichts und das macht das mich ein bisschen verrückt, weil angegeben ist 2 bis 3 Tage Lieferzeit. Sehr lustig. Da sind nämlich ein Haufen T-Shirts dabei. Alle voll ganz wenig Geld. Und Pia hat ja so einen Verschleiß und ich habe immer noch kein perfektes Mittel gefunden für die Flecken.
Wir haben jetzt schon wieder ein paar Leggings weggeschmissen. Und das sind dann jedenfalls Leggings und T-Shirts und die brauche ich und das kommt einfach nicht an. Und ich glaube, das kommt im September, wenn ich dann schon wieder Herbstsachen bestellt habe. Und dann wollte ich noch was fragen, AliExpress, ja. Die Muttis unter euch kennen das bestimmt, da gibt es so geile Sachen, aber ich habe einfach Riesenprobleme mit diesen Bezahlbedingungen. Also Kreditkarte und Visa-Karte und sowas alles habe ich nicht. Und PayPal machen die nicht und das ist so mega schade, weil ich will da gerne bestellen, weil da gibt es auch so viele süße, außergewöhnliche Sachen. Ich sehe aus wie eine Kaltleiste. Das stört mich. Aber heute ist auch wieder kein Wetter zum in die Sonne gehen. Naja. Gut, dann gucken wir mal, was heute noch so passiert. Zum Mittag mache ich Fischstäbchen und Kartoffelbrei. Weil ist ja nur für Piechen und mich und da muss ich kein Heckmeck machen. Ich glaube, hat mich auch eine Lippe gebissen. Sieht man das? Aua. Was machen wir noch, Schatzi? Spielen wir jetzt was Schönes? Nein. Wo? Kommst du mich kuscheln? Nein. Auch nicht? Du bist frech. Die liegt hier wie so eine Alter. Sonntag, ne? Wir lassen es uns gut gehen. Kochst du mir was Schönes? Von Wasser rein, ich mach Wasser, ich mache Abwasch. Ein Abwasch machst du? Ja. Oh, klasse, machst du schön alles wieder sauber, ja? Ja. Hübsch. Eine Kochschürze. Und jetzt willst du schneiden. Dann zeige mal, wie man das macht. Das auch warm machen. Das macht auch warm, ja. Schon an, guck. Oh, hey. Klasse. Dankeschön. Oh, was hast du denn da Schönes gemalt? Eine Uhr? Eine Uhr. Eine Uhr? Aufmalen. Welche Farbe ist das? Blau. Okay, dann malst du heute blau. Wo ist der schwarze? Hier. Musst du andersrum machen, Schatz. Ich male blau. Du malst blau. Okay. Du auch eine Farbe? Welche Farbe soll ich nehmen? Und das du? Was hast du noch? Hallo. Alles gut? Wo ist das Ding? Nee. Ist es da? Weiter. Warte, mit dem oben ist halt. Gut? Wir haben jetzt Mittagsschlaf gemacht, fast 2 Stunden und jetzt bin ich aufgewacht und brauche das. Kennt ihr das? Ich fühle mich heute irgendwie so schlafbedürftig. Da hinten sitzt jetzt auch eine und die Katze kriegt auch Leckerli. Ui.
nachher die Hose aufziehen. Dann schönen Morgen. Was?